Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming auf der Schwarzing. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, zum Freitag. Das heißt, heute Abend 20 Uhr ist wieder live. Der letzte Livestream. Warte mal, der letzte Livestream? Der letzte Livestream im alten Jahr? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der letzte, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall heute Abend True Farming live auf Twitch, 20 Uhr. Ja, lasst euch überraschen, was wir da Schönes machen. Mal gucken, was anstehen wird für heute Abend. Fakt ist eins, wir haben erstmal 70.000 Liter Mist hinten im LKW. Und dieser muss auf die Felder. Wir müssen unbedingt düngen und ein bisschen bessere Kultur schaffen quasi. Also ne, schön den Mist einarbeiten. Das muss einfach mal sein, auch zur Bodenpflege und so weiter und so fort. Und ja, dass wir da wieder ordentlich gedüngt haben alles und dass die nächste Ernte genauso gut läuft wie die jetzige. So, das heißt, wir fahren das erstmal runter, lagern das erstmal ein, schnappen uns dann einen Telefon und gehen da erstmal ran. Ja, hallo? Hallo, Bayer hier. Ah, hallo, Herr Bayer. Ich habe jetzt versucht, mehrere Leute zu erreichen. Leider sind Sie jetzt praktisch der letzte Ansprechpartner. Ich hätte einen Abschleppauftrag von der Polizei für Sie. Einen Abschleppauftrag? Genau, und zwar beim Stecher, seinem Hof, wo unten praktisch die Pferdewiese von der Frau Hansen ist. Ja. Da steht bei dem Mistbehälter steht ein Moment, sagen Sie mir ganz kurz, was Stecherhof? Na, beim Stecherhof und dann ist der Pferdestall von der Frau Hansen und da daneben ist ein Schweinestall. Ja. Und da bei dem Mistbehälter steht ein schwarzer Audi. Ja. Der gehört dem Lohnunternehmen, der müsste bitte zur Polizei hochgesteppt werden. Okay, perfekt. Sie haben vom Lohnunternehmen niemand erreicht? Nee, Lohnunternehmen nicht und den Herrn Jäger auch nicht, deswegen rufe ich jetzt hier an. Okay, wissen Sie zufällig, beim Herrn Jäger müsste der Abschlepper, müsste theoretisch, steht er beim Lohnunternehmen oder steht er beim Ich glaube, der steht beim Lohnunternehmen in der Halle drin. Beim Lohnunternehmen? Also wenn es ist, ich kann auch schnell runterkommen, weil wir haben einen Schlüssel dafür. Dann würde ich schnell aussperren, dass Sie sich das Fahrzeug holen können. Ja, das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Wenn nicht, hätte noch den Plattformnotfall, aber mit dem Abschlepper wäre es schon gescheiter und sicherer. Ja genau, dann fahre ich jetzt runter und warte auf Sie. So machen wir das. Oder soll ich Sie mitnehmen oder soll ich irgendjemand mitnehmen von Ihnen? Sie können mich auch mitnehmen am Landhandel direkt abholen, das wäre perfekt, das wäre kein Problem. Dann hole ich Sie ab. Ja, alles klar, danke schön. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Ari? Chef? Jo, du müsstest mal bitte zum Landhandel kommen. Jo, ich komme. Wir haben einen Abschleppauftrag. So, dass wir den vielleicht mal ganz kurz, dass wir den mal ganz kurz umsetzen können. Der Bayer hat angerufen. Steht noch die Mulde da hinten, siehst du? So. Gut, warte mal, dann fahren wir das erstmal beiseite ganz kurz. Ach, das gute Stück, ey. Auch viel zu selten eingesetzt. Den müssen wir auch mal wieder ein bisschen in Aktion bringen hier. Den Kollegen. Jawohl. Wie ein Kätzchen, Schnodder. Rau! Miau! Wie ein Kätzchen. So, sehr schön. Ah, perfekt. Oh, hier ist ja noch Diesel drin. Mensch, wenn da noch Diesel drin ist, dann können wir da mal ganz schnell noch hier. Warte mal, dann können wir ja mal ganz schnell hier noch auffüllen. Das wäre ja gar nicht so schlecht, dass die Kaltproduktion weiterläuft. Das wäre wichtig. Huch, stehen bleiben. So. Diesel rein in die Olga hier. Ruhig alles. Und nicht geizen. Ja. Wäre ich auch noch fast hier dran gefahren, wenn ich nicht rechtzeitig gebremst hätte. Ja, das Drama ist wieder. So, gut. Vorsicht, Platz da! So. Das ist kein Wunder, da sitzt wieder auf so einer alten Karre und dann denkt er wieder, er ist Gott. So. Unglaublich. Er ist Gott. Ja, zieht's auch. So. So, passt das auf jeden Fall. Ich komme sofort, Herr Bayer und Herr Hafer, ja? Ach ja, Hafer sage ich schon. Herr Bayer. So. Was sehen Sie, Herr Bayer? Anstand hat er doch noch. Ja, das stimmt. Zumindest Bescheid gesagt. Ja, ja. So. Herr Hafer, mir sind die Kekse ausgegangen. Ich brauche mal wieder Ihre Kekse. Servus, Hartmut. Ja, was geht ab?
Kommen Sie nach Feierabend gerne vorbei, Michiel, für Sie ist immer eine neue Packung der da. Der Trecker und der Ladewagen müssen repariert werden. Dann komme ich vorbei. Der Trecker und der Ladewagen? Ja. Oh. Da sind hier beim Ladewagen sind die Messer, die ja. sind stumpf, verschlissen. Okay. Und bei der Pickup, da fehlen ein paar Zinken, die müssten erneuert werden. Ja, fehlen ein paar Zinken. Harry, hast du gespeichert? Ja, hab ich. Was ist mit dem Traktor? Nichts. Einmal ganz normal Ölwechsel. Alles ganz normal Service. Okay, passt. Können Sie uns den vor die Halle stellen? Ja, am besten ja. irgendwo an die Seite und wir kümmern uns dran und würden Sie dann kontaktieren, sobald fertig. Alles klar. Ja, machen danke so. Schön. Wir müssen nämlich schnell los, wir haben Abschleppauftrag, deswegen. Ja, ciao. Tschüssi, danke. So, Herr Bayer, jetzt aber Tatütata. Ja, Blaulicht brauchen wir noch nicht. Nee, aber Tatütata. So, meinen, dass sie wieder steife Nippel kriegen. Ja, aber hallo, ey, da steht mir das Hörnchen. So. Wie geht die amerikanische Sirene? Die ist ja so übelst ausgefallen, ne? Die ist dieses. Die klingt wie so ein Eichhörnchen, was gerade überfahren wurde und noch die letzten Abendzüge nimmt. So. Ja, genau. Klingt so ähnlich wie das Yelp-Signal hier bei uns in Deutschland. Wie was? Yelp-Signal bei uns in Deutschland. Gelb-Signal? Gelb, mit J, mit Y meine ich. Gelb, achso, Yelp. Genau, Yelp. Yelp! Das Yelp-Signal. Hab ich noch nie gehört, aber ja, was ist das? Kann ich Ihnen unten am Hof da mal zeigen. Können Sie es mal nachmachen? Das nutzen wir zum Anhalten von Fahrzeugen. Achso, können Sie mal, ach ja, machen Sie mal kurz, wie geht das? Kann ich Ihnen unten am Hof zeigen, weil jetzt auf der Straße wäre es nicht so gut. Ach so, ich habe gedacht, Sie können mit dem Mund das mal nachmachen. Nee, ich zeig's Ihnen, wenn dann schon hautnah. Ah, hautnah, okay. Genau. Ist ja auch mittlerweile so, dass manche amerikanischen Rettungsbehörden auch das deutsche Martinshorn haben. Ach, echt? Ja, weil die Amerikaner, genauso wie bei uns, die Deutschen natürlich die Sirenen nicht mehr so wahrnehmen. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man dann einen anderen Ton bringt. Ja, das wäre ja auch nicht schlecht mal für uns, mal ein anderer Ton. Ja, das stimmt. Mal so ein Whoop, 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 The Sound of the Police. Damit den Rap-Text dann dabei, oder? Ja. Sound of the Police, Whoop, Whoop. Sehen Sie das mal, wie viele Leute hier in die Felder reinfahren? Wo denn? Da links auf der Seite war es gerade. Links, was war da? Echt? Da immer Spuren drin. So, mach ich kurz mal auf. Ah ja. Herr Sachsen, sein Auto macht einen Wheelie. Oh, das ist mir ein bisschen überladen. Das kann nicht. Das kann auf jeden Fall nicht gut für die Dings, für die Federung sein. So, Herr Bayer. Ich glaube, der steht da hinten in der Halle drin, ne? Ja, Sie haben gesagt, er ist hier. Schauen Sie mal rein schnell. Darf ich aufmachen? Einfach, ja. Ja. Ah, gucken Sie mal hier. Ah, perfekt. Perfekt, ja. Sogar zwei. Alles klar. So freut uns das. Gut, dann düsen wir mal los. Komm, spring rein hier, Harald. Heute noch, wenn es geht. Bei dem klemmt die Tür, Chef. Wie, der klemmt die Tür? Ist er offen? Geht wohl nicht, oder was? Nee, bei dem klemmt er. Ach, Mensch. Ja, der muss mit dem Polizist fahren. Kann ich auch nicht ändern. Ja, dann fahr ich mit nach dem Bayer mit. So, Herr Bayer, also direkt die Karre holen und dann zu Ihnen hochschleppen. Genau. Geht das? Ja, geht schon. Ja, da war noch genug Luft dabei, ja. So, gut, wir fahren aber nicht wie so eine Pussy. Wir düsen jetzt hier mit voll und. Ach so, Moment, Scheiße. Mal ganz kurz hier die Rundumleuchte anmachen, mitten auf der Straße. Zip, 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 zip. Herr Bayer! Ja? Ja, Sie wollten doch nochmal, Mensch, die Dings machen. Oh. The Yellow hier, the Yellow. Das Yelp-Signal, meinen Sie? Ja, machen Sie es mal. Moment, ich muss nur kurz die Taste finden. Ah ja, hier. Oh! Alter! Ja, ich hab's verstanden. Jetzt halt mich aber kurz unter der Mütze. Oh, lecker, mio muchacho. Oh, Moment, da klingelt gleich mein Telefon vor Schreck. Ja, hallo? Ja, Schlag hier, moin. Ah ja, ich habe auch gerade einen Schlag gekriegt. Was geht? Fehlend bin ich Dosen, 400 Euro habe ich dir überwiesen. Ist das sein? Ja, es kommt auch an. Also gesehen habe ich es, aber es kommt darauf an, ob es richtig ist, wenn ich weiß, wie viel du jetzt geholt hast. 300 Neng und da hatte ich 1000 Liter. Ja, naja, ich nehme an, das passt, ja.
mal 72 Euro. Ja, passt. Ja. Der Rest, was da noch in ist, also ich kaum Säcke nochmal und hau dann nochmal was auf, Bro. Im Moment ist all voll, kann nichts mehr brauchen. Ja, nee, alles gut. Wenn du voll hast, passt das erstmal. Also wir sind, haben eine Menge Stroh untergebracht auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Alles klar. Jo, danke, Monte. Jo, Monte. So, perfekt. So, ey, was ist denn nur los hier mit der Polizei? Fährt das Ding nicht schneller oder wie? Oh, jetzt geht aber ab hier. Was macht denn der da vorne? Links, rechts, links, rechts. Gibt's ja gar nicht hier. Und jetzt hat er Blaulicht an. Ich werde verrückt. Jetzt, wo ich mit drin bin in der Karre, macht er jetzt Blaulicht an. Das kann doch nicht wahr sein. Aber den Kurven-Johnny, den hat noch niemand ausgenockt, mein Freund. Nein, fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt. In der Kurve hole ich mir, Junge. So, Blaulicht, ja. Jetzt aber. Junge, das große Graue ist der LKW, der will vorbei. Die Polizistenjagd, ey, ich gehe auf die. Oh, so, wir sollten es nicht übertreiben, sonst passiert wieder was. Das wird wieder nur sehr teuer für uns, gibt ewig Diskussionen. Ich würde sagen, wir reißen uns mal ein bisschen am Riemen, ja. So, laden jetzt schön das Auto auf. Wenn wir jetzt hier noch einen Unfall bauen mit dem LKW oder was auch immer, dann haben wir auf jeden Fall einen Zönk. So, ach, hier steht der. Audi ist nicht so das Zuverlässigste bei uns in der Stadt, muss man mal ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht so der Reiser. So. Der Bayer, was ist denn jetzt hier? Genau, den einfach nur. Also der ist auch fahrbereit, wir haben nur leider die Schlüssel nicht. Harry, hinterm LKW wird nicht rumgerannt. Keine Schlüssel? Na, dann hängt man an und zieht drauf. Genau. Das ist da gar kein Thema. Ja, die scheiß Bürger hier gepflanzt. So. Aufgepasst jetzt hier. So. Der muss vorne ein bisschen rum, Chef. Ja, 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 muss ich erstmal hier, muss ich erstmal die Ladefläche runter machen hier. Ja, so. Kann nicht, dass du die ganzen Boden wieder aufschaust, ja. Ja, vielleicht haben wir den Boden auf. Scheiße, aber was interessiert mich die Wiese? Vielleicht habe ich doch den Schlüssel, Moment. Schau mal, vielleicht geht das hier. So, hab schon mal ein bisschen angedockt. Ah ja, geht. Ja, aber steigen Sie mal ein. Ja, okay. So, warte, ich zieh mal hier das Ding runter und häng den an, ja? Genau. Das zieh mal. Ist bequem. Der Scheiße, klemmt ihr das mal hier? Da habe ich auch schon 10 Mal gesagt, die sollen die Nippel immer regelmäßig abschmieren. So. Aber ja, wissen Sie, was schön ist, wenn der Chef mal arbeiten Sag. Muss und ich jetzt sitzen kann? Ey, pass mal auf. Glaube ich Ihnen, ja. Ja, ja, Sie auch. So, ich habe angehängt, ja, ich ziehe langsam hoch. Ja, dann mach. Ja, ja, wie, ja, mach. Bleib ruhig. Der geht los, wenn er losgeht hier. Ja, wir essen zeitig. So, okay, ich drücke das Knöpple, auf geht's. So. Ratscha, ratscha, ratscha. Los, was ist denn jetzt? Oh, Sau, die zieht aber spät die Winde. So, schön, ja. Und bis hoch. Weiter, 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 weiter. Oh Gott, reicht ja mit der Winde. So, jetzt ist aber. Ja, man muss mit der Winde auch immer ein bisschen sprechen, dass die weiß, was, sie von, was man von ihr will. So, Harry, ich lade auf, ne? Ja, dabei auch. Klar. So, du musst ja ein bisschen mitmachen hier. Ist das genehm, wenn ich hier gleich mal so ein bisschen sitzen bleibe? Das ist nämlich doch schön bequem. Ja, ja, bleiben Sie sitzen. So. Alles. Perfekt. Passt das so? So, ja. wo soll das Ding jetzt hin? Fahren Sie mir einfach hinterher. Naja, da geben Sie auch mal ein bisschen Gas hier. Herr Manus, wir haben immer noch hier. Ja, aber wir sind doch im Blaulichteinsatz, Herr Bayer. Kommen Sie. Dann los. Los, Herr Bayer. Jetzt aber. Die 26 für die 43 kommen. 26 hört. LKW mit kaputten Audi direkt hinter Ihnen, ja? So verstanden. Die hängt auf Schwebe. Nicht gut, oder was? Oh. Was ist denn hier los? Am Anfang mittlerweile bei der Polizei, oder was? Hallo. Hör mal auf hier, Herr Blum, das ist hier der Polizeifunk, da haben Sie nichts drin verloren, ja? Ja, ich habe einfach nur gedreht, da war die da drin, aber da trifft sich gut, ich bin mit Gerresten unterwegs. Brauchen wir nicht. Was brauchen wir nicht? Wir haben doch eben gesagt, wir wollen Gerreste. Nee, ich habe gefragt, ob ihr Gerreste habt, aber nicht, ob erstmal welche brauchen. Gut, dann fahren wir wieder. Nee, wirklich nur erstmal den Mist, mit Gerresten ist noch nicht so final. Ich hatte jetzt nur 21.000 drin. Nee, sag mal Bescheid. Okay. Alles klar in den Bergen. Ne? Jo, ciao. Jo. Tja.
Herr Bayer, haben Sie es gehört? Im Polizeifunk hier, die Zivilisten immer. Ja, ja. Ja, mit ihren billigen CB-Funkgeräten. Aus der Tschechei. Haring, komisch, normalerweise müsste keiner reinkommen in unsere Funkfrequenz. Mein Chef, es schaukelt noch wieder ein bisschen. Pass auf, Haring, jetzt geht's bergab hier. Yeah, jetzt spring mal. Vor der Überkuppe. Wie bei der Rallye. In 100 Meter Überkuppe. Woo! Hast gemerkt, hat gegrittet unten, oder? Sei ehrlich. Mhm. Was hast du im Mund voll? Harry. Harry? Alles gut, Chef. Boah. Ey, das hast du. Boah. Vorsicht, Kopf einziehen. Fritzelbau ragt immer noch über die Straße. So. Na, stellen Sie einfach hier neben den VW Golf hier. So, ich weiß auch nicht, wer die Laternen wieder 2,50 Meter einbetoniert hat. So. Hier so hingreifen. Ja, Sie können auch einfach hier gerade hinstellen, da müssen Sie nicht so, fast schon so können Sie stehen lassen. Müssen Sie nicht so rangieren hier drin. So, Harry, lass rollen. Lenk mal ein bisschen ein hier, die kannst auch lenken ohne Servo. So, gut, passt. Das passt schon, lassen Sie so stehen. Passt schon. Gut. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja, bleiben Sie ruhig. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Meine Herren, wenn Sie das, die Rechnung machen Sie bitte fertig, ne? Ja. Und ich würde Sie dann noch gern einladen, dass Sie zur Feuerwehr kommen, wenn Sie fertig sind. Dann kommen wir jetzt gleich runter. Ja. Oder so, ja. Ja, weil das liegt hier auf dem Weg. Ich muss nur schnell sollen wir da auch noch was abschleppen? Nee, das geht um feierlichen Anlass. Ja, dann auf geht's. Wir haben viel zu tun, Herr Bayer. Wir haben straffes Programm. Dann fahren wir direkt dorthin. Ja, Moment. Ja gut, Chef, ich fahr mal beim Herrn Bayer mit, ne? Ja. Weep, 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 weep. Das ist halt auf der Police. Na gut. So. Ja. Okay, alles klar. Ja, hoffen wir mal, dass das auch so wird, ne? Ja, ja. Bin ich ja mal sehr, 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 sehr gespannt, was es hier zu feiern gibt. Schon wieder, vor allen Dingen Feier. Ständig wird hier gefeiert. Es ist über die Feier, über Weihnachten und Neujahr ist das echt zum Heulen. Da musst du immer. Oh, da frisst du immer mindestens 3 Kilo drauf auf den Pansen, ey. So. Auf geht's, ab geht's. Dum dum da da dum dum da da dum 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 dum. Mauer. Dum dum da da dum dum da da dum 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 dum. Dum dum da da dum dum. Da kannst du aber stecken lassen, Junge. Den nehme ich hier weg, aber ohne Probleme. Und voll rein in die Kurve. Den nehme ich auch noch weg. So, erster. Kurz telefonieren, Hafer, warte kurz. Ja. Habt ihr das gesehen? Chef. Ich werde gut bei der Polizei machen. Und zwar, wenn Einsatz ist, ich wäre auf jeden Fall immer der Fahrer. Das würde richtig gut funktionieren. Hm. Ja. Was ist los, Harry? Hast du an die Sitzheizung gewöhnt oder warum steigst du nicht aus? Ja, die ist so schön hier drin. Ich muss erstmal hier meinen Mund sauber machen. Ich hab doch da vorne ein bisschen was verloren. Na, Fritze, da reißt das Lenkrad gleich 180 Grad rum, wenn es was zu fressen gibt. Manus. Ja. Sie noch einmal mich überholen. In so einer Verkehrslage, dann kriegen Sie mal ein Bußgeld, was sich ordentlich schmiert, ne? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass. Ich war in Rage, ich war immer gut im Flow hier mit dem LKW. Verstehe, der ist aber auch, da liegt wie ein Go-Kart, ey. Ja, aber Sie können ja nicht fahren wie eine gesenkte Sau hier mit dem Auto. Oder mit dem LKW. Also wir müssen uns beeilen, Leute. Ich habe hier Ernte, ne? Also. Ja, ja. Nur schauen, dass alle Leute noch. Es fehlen noch zwei. Wo hängst du denn schon wieder hier? Kommen Sie mal hierher. Baum. Was? Stefan, komm, du gehörst ins Bett, Mann, Stefan. Unser Bier gesoffen. Kommen Sie mal her, meine Herren, versammeln Sie sich mal vor mir, bitte. Gab's bei euch schlechtes Pferdfleisch? So, Schlack. Kondidons, bitte. Entschuldigung, Frau Hansen. Herr Blum, ein bisschen Abstand. Wir haben gesagt, vor Ihnen. Ja, vor Ihnen, aber Ole, jetzt nicht komm, so. Mal mit. Sag mal, Adler, hast du eigentlich irgendwelche Komplexe? Komm, wir nehmen die Bier.
Komm. Wieso? Ja, weil du immer dich irgendwie so hinstellst, als würdest du gleich zum Volk sprechen wollen. Bier für dich, Bier für mich. Ja. Dankeschön. Kannst du das selber ausmalen? Also die Polizeiautos haben hier, ne? Ja, da staubt man wieder mal die Polizei, die reinsten Säufer hier. Die haben immer Bier dabei. Alif, möchtest du auch ein Bier? Stefan, du hast Schmerzmittel, solltest kein Bier jetzt trinken. Wieder Schmerzmittel. Das ist ein Problem. Ja, kommen Sie mal her, meine Herren. Moin. 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 Jawohl. Da, Sie müssen Frau Hansen, Herr Blumen, Sie können ein bisschen näher kommen. Ja, und Ihnen auch. Zu nah, zu weit. Ja, geht einigermaßen. Wer ist noch Copien? So, jetzt aber gut. Ja, der Herr ja. Bär noch und dann. Nur ein wenig. So, was haben wir denn, Herr Bayer? Das Bier wird's richten. Genau, also ich habe zwei Ankündigungen zu machen. Zum ersten, am Freitag, der Herr Ringel hat mich angerufen. Also heute, der Herr Ringel hat mich angerufen. Der ist leider im Urlaub und seine Pferde müssen abgeerntet werden. Jetzt hat er die Stadt angerufen und hat gefragt, wer in der Stadt denn Interesse hätte. Seine Felder abzuernten, Maschinen würde er stellen. Geld dafür. Haben wir selber noch. Arbeiten. Beim Ringele oben. Beim Ringele. Ich habe vom Hexen noch nicht mal 1 Cent gesehen. Und wir haben selber zu tun, wie sollen wir das machen? Also der Herr Ringele hat mit uns ein sehr faires Deal gemacht, also wir würden den Herrn Ringele auf jeden Fall unterstützen dabei, ja. Was hat er denn für ein Deal gemacht? Geht sich gar nichts an, war ja unser Deal. Herr Ball gibt Geld dafür. Ein bisschen frech wieder, ne? Warum Geld? Ich muss ja doch nicht alles sagen. Ja, aber da gibt es mit Sicherheit was. Ole, hau dir mal eine rein. Müsste man schon schriftlich haben, weil sonst arbeite ich nicht hier. Ja, der musst du doch nicht machen. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, heute Abend bitte. Also der Landhandel erklärt sich schon mal bereit, der ist auf jeden Fall dabei. Weil wir sind für ein faires Miteinander im Dorf Schwatzing. Ja, da macht immer die braune Zunge. Ich wollte gerade sagen, hol mal ein Seil und leg das mal um die Füße von Miguel, damit wir gleich noch rauskriegen, du, Hier, meine Herren, jetzt mal Ruhe bitte, Kontinuos. So, das wäre das Erste. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, einfach heute Abend oben beim Herrn Ringel einfinden. Dann würden wir dort seine Felder machen, sodass das alles nicht kaputt geht. Die zweite Ankündigung, die ich habe, ich mache das jetzt in Vertretung für den Herrn Berger und für den Herrn Nölling. Herzlichsten Wünschen, ja, kann ich dem Herrn Schlag gratulieren. Nein, jetzt lass du mich doch mal ausreden. Achso, Entschuldigung. Er nennt die Stadt Schwatzungen den Herrn Schlag offiziell zum Kommandanten der Feuerwehr. Oh, der Kommandant. Prima. Schön, danke. Danke. Tipptopp. Na, Herr Schlag, hier ist einmal Ihre Ernennungsurkunde. Dankeschön. Ja, steht da auf der Führung? In diesem Zuge hat der Herr Schlag natürlich auch schon das Kommandantenfahrzeug der Feuerwehr bekommen, den Audi hier. Darf mit dem natürlich auch privat nach Hause fahren, damit er schnell bei Einsätzen ist. Sämtliche Feuerwehrangehörigen sind jetzt dem Herrn Schlag unterstellt. Heißt, bei Fragen, die die Feuerwehr betreffen, bitte den Herrn Schlag fragen. Und der Herr Schlag hat auch volle Befugnis bekommen, das Feuerwehrsystem zu reformieren. Herr Schlag. Ja. Ich habe eine Frage. Können wir vielleicht, ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass hier und da es geholpert hat. Können wir da vielleicht nicht mal so einen Kurstag machen, wo wir vielleicht mal alles vernünftig erklärt bekommen und auch unsere Ränge oder in was für ein Einheit wir sind oder was überhaupt unsere Aufgaben so sind, dass man da vielleicht mal 1-2 Tage mit uns schult. Ja, Herr Schlag, ja, direkt meinen Vorschlag machen. Ich würde direkt mal eine Tauglichkeitsprüfung bei einigen machen, ob die überhaupt die körperliche Fitness reicht. So, fangen wir ihn mal klar. Ja, hier, 1, 2. 3, 4, ja, ich weiß nicht, Herr Schlag, 6, wollen Sie noch was sagen, Herr Schlag? Ja, ich versuche das auch mal wieder auf normalem Deutsch. Ich reiß mich mal ein bisschen zusammen. Ja, erstmal vielen Dank für das Vertrauen. Und ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft mal die ganze Gemeinde zusammenrufen, damit wir überhaupt erst einmal rausfinden können, bei wem vielleicht noch das Interesse besteht, an der Feuerwehr überhaupt teilzunehmen. Hier. Der Beste. Hier war früher Weideland. Damit wir auch, sag ich mal, unsere Personalstärke ein bisschen aufbauen können, weil dadurch, dass wir jetzt ein paar mehr Fahrzeuge besetzen müssen, brauchen wir natürlich auch Personal. Und natürlich werden wir dann auch dementsprechend die Leute einweisen, schulen und auch mal ganz klar feststellen, wer letztendlich welchen Rang besetzen wird. Super, das ist eine sehr gute Idee, Herr Schlag, finde ich klasse. Aber Herr Adler, dann gibt es ja einen Truppenführer und einen Rangführer und so. Ja, so ähnlich. Ne? Beispiel.
Also von dem her, Herr Schlag, wenn Sie irgendwas brauchen, ne? Die Stadt freut sich natürlich auf eine sehr gute Zusammenarbeit, auch ich von der Polizei her. Freue mich sehr, wenn Sie irgendwas brauchen, melden Sie sich einfach. Und absolut. Ich glaube, Sie wollten auch das Alarmierungssystem überarbeiten, genau, oder? Genau, das wollte ich gerade nochmal sagen. Also so, wir werden auch das Alarmierungssystem überarbeiten. Bislang war es ja so, dass dann in Watts Farm geschrieben wurde, ist nicht so, dass das prickelnde, sondern es sollte dann auch schon eine richtige Alarmierung folgen. Ich kann Ihnen das einmal demonstrieren, ganz kurz, wie sich das dann in Zukunft bei Ihnen, wenn wir dann die ganzen Meldeempfänger ausgeteilt haben, an der Hosentasche sich anhören wird. Dementsprechend wird dann natürlich auch noch ein gewisser Text angesagt. Das kann ich jetzt gerade nicht so demonstrieren, aber zumindest wird es sich so anhören. Wenn dieser Ton erklingt, wird danach eine Durchsage kommen. Da werden dann auch ganz klar die Fahrzeuge angesagt, die rausfahren müssen, wozu sie rausfahren müssen. Und wenn wir dann das alles durchgespielt haben und alle, sag ich mal, auf die gewissen Fahrzeuge eingeteilt sind, weiß jeder, wann er es dann ausrücken muss. Oh, super. Ja, so viel dazu. Super, vielen Dank, Herr Schlag. Dann in diesem Sinne bedanken wir uns natürlich und wünschen euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, heute Abend 20 Uhr ist Livestream. Seid mit dabei. Wir sind beim Ringelo unterwegs und ja, mal schauen, wer noch so alles dort ist. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus, schaut bei Physi vorbei. Bis dahin, ciao. Tschüss.